Hier noch eine Nachricht in eigener Sache. FreeSpirit TV ist eines von mehreren Projekten des FreeSpirit Bewusstseinstrainings. Dieses Training ist ein hervorragendes Konzept für Menschen, die einfach mehr vom Leben wollen. Wenn du dich nach etwas sehnst, sei es, dass du noch glücklicher sein möchtest oder reicher, gesünder oder nach einer tollen Beziehung, wenn du dich beruflich auf deine Vision konzentrieren und noch so einiges anders verwirklichen möchtest, dann empfehlen wir dir von ganzem Herzen das Free Spirit Bewusstseinstraining. Du findest es unter www.freespiritinfo.com. Ah ja, und noch etwas. Da immer mehr alternative Kanäle im Internet unterdrückt werden, wissen wir nicht, wie lange wir dort noch senden können. Für den Fall, dass die uns das Licht abdrehen, sei vorbereitet und abonniere daher unbedingt unseren Newsletter auf freespirit-tv.ch. Danke und schön, dass es dich gibt. Und das ist, was wir tun. Wir verdeutlichen die schier unglaublichen Ausmaße von Kindesmissbrauch und was für einen Schaden das an der Gesellschaft anrichtet. Was müssen Leute wissen, die auspacken wollen? Right, uh Okay, was sie wissen müssen, ist, dass sie das Richtige tun. Und damit verhindern sie, dass jemandem wehgetan wird. Wenn es um Kindesmissbrauch geht, dann verhindern sie, dass ein Kind verletzt wird. Das müssen sie als allererstes im Kopf behalten. Alles andere ist nur etwas, was wir Kollateralschaden nennen. Weißt du, ich möchte denken, die anderen, die vorgetreten sind, und ich, wir sind nicht die Ersten. Aber wir haben es in der letzten Zeit angestoßen. Und wenn ich hoffentlich meinen Fall am Zivilgericht gewinne, kann ich die nationalen Medien dazu bewegen, meinen Fall nach draußen zu bringen. Und die Polizei wird sich schämen müssen, so etwas jemals wieder zu tun. Und die Regierung wird sich schämen. Und ich möchte gern glauben, dass wir dies bereits erreicht haben. Denn wenn wir protestieren gehen, wenn wir vor dem Parlament stehen, bin ich ja nicht alleine. Ich gehe mit Missbrauchsopfern, ich gehe mit verurteilten Verbrechern. Das verdeutlicht eine Zusammenarbeit, dass wir zusammenkommen, dass wir keine Feinde sind. Unsere Feinde sind Pädophile. Und meiner Meinung nach ist jeder, der einen Pädophilen schützt, selbst einer. Und diejenigen, welche uns attackieren, weil wir gute Arbeit darin leisten, dies aufzudecken, vielleicht sind sie es auch. Und die müssen wir kritisch im Auge behalten, unter dem Mikroskop. Warum verursachen Sie solche Probleme? Warum versuchen Sie all die gute Arbeit, die wir leisten, zu zerstören? Ich kapiere, dass einige die Polizei nicht mögen. Ich kapiere das. Jedoch haben diese Ex-Kriminellen kein Problem mit mir. Und das sind Leute. Einer von ihnen hat 19 Jahre abgesessen. Er hat einen Polizisten umgebracht. 19 Jahre im Gefängnis, weil er schlecht aufgewachsen ist. Ich habe ihn unglaublich lieb und er hat mich unglaublich lieb. Wir arbeiten sehr eng zusammen. Er hat kein Problem damit. Also, warum sollte es jemand anderes haben? Eine gute Frage, ja. Das Problem hier ist: Es sind Pädophile und Satanisten und wer es sonst noch vertuscht. Und jemand sagte zu mir, uns werden immer Pauschalaussagen an den Kopf geworfen, dass es von Juden und Freimaurern vertuscht werden würde. Nein, das stimmt nicht. Es stimmt nicht. Pädophile kommen aus jeder erdenklichen sozialen Schicht. Es gibt sie in jeder Religion, jeder Hautfarbe. Weißt du, jemand sagte zu mir, es gäbe nicht so viele schwarze Pädophile. Das ist ein weiterer Nonsens. Es gibt ebenso viele schwarze Pädophile, wie es chinesische Pädophile gibt, wie es rothaarige Pädophile gibt. Und das ist die ultimative Geheimgesellschaft. Ich zeige nicht mit dem Finger auf Freimaurer. Sie sind die Geheimgesellschaft, die Pädophilen. Und sie schützen sich gegenseitig, denn sie haben ein Geheimnis. Und sie wollen nicht, dass dieses Geheimnis herauskommt. Sie brauchen Treibstoff für ihr Verhalten. Und das sind die Kinder. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mit so jemandem sprach und ihn fragte, was hat es mit dem Sex mit Kindern auf sich? Und er sagte, es gibt dir Macht, es gibt dir Energie. Und er sagte, ich war mal in einem Raum mit noch ein paar wenigen anderen Männern. Sie waren auf ein Kind aus. Also ging jemand hinaus, um eines zu besorgen, wo immer sie es auch herbekommen haben, ein Kinderheim oder sonst wo. Und er sagte, die anderen liefen im Raum umher wie Drogensüchtige, ohne Heroin. Plötzlich kam der Anruf, sie hätten einen kleinen Jungen. Und er sagte, jeder im Raum entspannte sich. Oh mein Gott, dann ist es wie eine Droge. Es ist eine Droge. Es ist eine Droge. Und es feuert so viel an, in der Tat. Warum sonst sollte man solche Anstrengungen unternehmen, es zu verdecken? Und das tun sie. Sie unternehmen gewaltige Anstrengungen dafür. Weißt du, ich kann nur sagen, was die britische Regierung mir angetan hat. Und wir haben es bei unabhängigen Anhörungen gesehen. Die Geheimdienste, die Spezialabteilungen innerhalb der Polizei, der Militärgeheimdienst haben alle zusammengearbeitet, um Menschen zum Schweigen zu bringen, die ausgepackt haben. Besonders dann, wenn die Hinweise in Richtung Premierminister zeigten. So zum Beispiel Ted Heath. Ich habe mit Opfern von Ted Heath gesprochen. Sie wurden von Ted Heath vergewaltigt und sexuell angegriffen. Und ich habe mit etlichen gesprochen. Nun versucht man, die Opfer in den Dreck zu ziehen. Und jetzt fangen die Leute wieder an, auszupacken. Und schon wieder werden sie verantwortlich gemacht und ins Gefängnis gesteckt. Pervertierte Justiz ist nämlich ein weiteres Werkzeug, das man benutzt. Warum sollte man sich solche Geschichten ausdenken? Das sollte man sich einmal fragen. Es begegnen uns immer wieder dieselben Namen. Nun, wenn du bei der Polizei bist und dein Arbeitsbereich ist, statistisch betrachtet, eine problematische Gegend für Familien, dann sind es etwa drei Familien, welche all die Probleme verursachen. Du nimmst diese beiseite und die Gegend wird auf einmal viel besser. Und bei Politikern ist es das Gleiche. Ich könnte wahrscheinlich fünf Namen von Politikern nennen, welche durchgehend immer wieder bei Anhörungen auftauchen und die hier sind bereits tot. Leon Brittons Name taucht immer wieder auf. Ted Heath Name taucht immer wieder auf. Wer war der andere noch? Jenner, Lord Jenners Name taucht auf. Also diese Namen finden sich immer wieder. Nun, es gibt 634 Politiker, Parlamentsmitglieder in Großbritannien. Wir hören nichts von den anderen, aber wir hören dieselben Namen immer wieder. Und das sind Leute, denen man hochrangige Ämter gegeben hat. Nun, wenn ich eine sensible Position bei der Polizei anstreben würde, dann müsste ich einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden. Man würde sich also meine ganze persönliche Vergangenheit anschauen. Was bedeutet meine ganze finanzielle Vergangenheit, meine soziale Vergangenheit, meinen Bildungsverlauf, meinen Lebenslauf und meine sexuelle Vergangenheit? Und ich war in einer solchen Position. Sie mussten wissen, wie viele Sexpartner ich hatte. Und sie fragen dich danach. Und sie fragen dich auch, ob du mit Zwingern und solchen Dingen zu tun hast. involved and out or on certain um Und mir wurde gesagt, dass wenn ich mit bestimmten Kreisen involviert sei oder auf bestimmte Webseiten gehen würde, Dating-Sites, also solche für spontanen Sex, dann würde ich den Job wahrscheinlich nicht bekommen. Und was auch gegen dich sprechen würde, und das wurde mir von einer lesbischen Polizeibeamtin, einer Wachmeisterin gesagt, dass wenn ich homosexuell wäre, ich diesen Job vermutlich auch nicht bekommen würde. Denn das würde indizieren, dass du eine Neigung zu mehreren Geschlechtspartnern hast. Und das wiederum würde dich der Bestechlichkeit aussetzen. Also vor dem Hintergrund, wie das läuft, wie kann man es gewissen Leuten wie Ted Heath, welcher ein aktiver Pädophiler war, der kleinen Jungen, besonders Jungen aus dem Pflegesystem nachstellte, erlauben von einem, wie man sagt, Hinterbankminister, einem niederrangigen Parlamentsmitglied zum Premierminister aufzusteigen? Und auch Liam Britton, wie konnte ihm gestattet werden, Heimsekretär zu werden? Und er war auch Sekretär für Nordirland, eine höchst sensible Position. Wir haben erst von Mark Mountbatten gehört, Lord Louis Mountbatten, welcher der Onkel von Prinz Charles war. Es gibt sehr viele Gerüchte darüber, dass auch er ein Pädophiler war. Und man sagte, das sei alles Unsinn. Und trotzdem tauchte er immer wieder auf. Und jetzt hat das FBI, nein, sorry, die CIA, eine Kehrtwendung gemacht und gesagt, wir wussten, dass er ein Pädophiler war. Mit kleinen Jungen. Nun, wir wussten es alle. Ich wusste es. Nun, es gibt Schutzpolizisten. Diese Politiker und die Mitglieder der Royal Family bekommen Schutzpolizeibeamte. Sie bekommen keine Militärschutzbeamten, sondern Polizeischutzbeamte. Diese wissen darum. Der Schutzpolizist eines Abgeordneten sagte mir einmal, ich wusste, was er tat. Und ich dachte mir, warum sagst du nichts? Es sind einmal zwei Schutzpolizisten von Ted Heath hervorgetreten. Das waren zwei Beamte, welche zum diplomatischen Schutz bestellt waren. Auch zum Schutz für Abgeordnete. Und diesen hat man den Auftrag gegeben, Ted Heath zu beschützen. Und sie haben ihn aussagengleich angeschuldigt und erzählt, wie die kleinen Jungen in den Wohnbereich von Downing Street No. 10 gebracht wurden. Kleine Jungen wurden geliefert. Und nochmal, Sie wurden geliefert. Dazu muss man an der Security vorbei. Warum sagen die Sicherheitsbeamten nichts? Was passiert da? Wer liefert dieses Kind? Der Taxifahrer oder gar einer der eigenen Fahrer? Wer ja. sind diese Leute? Es gibt ein Sprichwort, Alin. Damit die bösen Leute triumphieren, braucht es gute Leute, die nichts tun. Ja, und so scheint es wohl zu sein. Und ich fordere auf, ich fordere hier vor der Kamera auf, tretet hervor, habt keine Angst, fürchtet euch nicht, denn eure Furcht ist nichts gegen die Angst, durch welche diese Kinder gehen müssen. Und es ist etwas, das moralisch richtig ist, was spirituell richtig ist. Es ist, was deine Mutter von dir erwarten würde. Ja, genau. Es ist, was seine Kinder von dir erwarten würden. Ich kann meinen Kopf hochhalten, wissend, dass ich alles in meiner Macht Stehende getan habe, um dem ein Ende zu setzen. Und ich war immer darauf vorbereitet, dies zu tun, mit der Gefahr, dafür ins Gefängnis zu gehen und der Gefahr, meine Kinder vor meinen Augen zu verlieren. Und ich stand immer zu dem, was ich gesagt habe. Ich habe nie nachgegeben oder meine Aussagen geändert. Das ist sehr mutig. Es war nicht verhandelbar. Als Elternteil weiß ich, was mir meine Kinder bedeuten. Es gibt keine größere Liebe. Ich, ich hätte mein Haus verlieren können. Ich hatte bereits akzeptiert, dass ich mein Haus verlieren würde. Aber gibt es etwas, das wir, die Menschen, die zuschauen, tun können, damit es sicherer für Whistleblower wird, vorzutreten? Steht hinter ihnen. Wenn sie vortreten, stellt euch hinter sie. Wenn sie einen Beitrag posten, verteilt es. Ich sage den Leuten: bringt es raus, teilt es. Packt es auf YouTube, verbreitet es. Wisst ihr, lasst unsere Politiker nicht damit durchkommen. Denn etwas, was ich auch gelernt habe, ist, dass es nicht nur ein häusliches Problem ist. Es ist ein globales Problem. Kinder werden gehandelt. Und weißt du, ich habe mal etwas gesagt. Ich sagte: Okay, nur ein Gedanke. Warum zeigt man nicht im Nationalen? internationalen Fernsehen einen Kinderpornofilm und man sagte das ist Horror ich sagte ich sag dir was Teil meiner Arbeit war es und wir mussten das tun Kinderpornos anzuschauen es war Teil unserer Arbeit weil wir es verfolgen mussten wie überlebt man so etwas nun, unglücklicherweise passiert es, dass viele von uns Alkoholiker werden. Das ist was passiert, denn es gibt keine Hilfe für dich und du bist umgeben von schlechten Nachrichten und Horrorgeschichten. Die ganze Zeit. Und es zerfrisst dich. Es zerfrisst dich komplett. Leute brechen zusammen oder haben posttraumatisches Stresssyndrom. Es zerstört dich total. Und ich bin überhaupt nicht für solche Dinge. Ich bin weit davon entfernt. Ich würde jeden zermalmen, der etwas damit zu tun hat. Aber wenn die Leute sehen würden, wo ein Kind durch muss, gäbe es keinen Menschen, abgesehen von den Perversen. Die würden es wahrscheinlich genießen, aber andererseits kommen die ohnehin an dieses Material heran. Die Menschen haben das nie erlebt. Wenn sie es sehen, würden sie am nächsten Tag das Erhängen wieder einführen wollen. Sie würden die Todesstrafe wieder haben wollen, ganz sicher. Ja, ich sage dir ganz sicher, es gibt da jemanden, einen Priester in Amerika, der viel ausspuckt. Bill Bailey, ein fantastischer Kerl. Er tut viel Gutes, ein Priester und ein Christ. Und er sagte, wenn ich die Verantwortung für die Gefängnisse, für Kindesmissbrauch hätte, wären sie am nächsten Tag leer. Und ich fragte, weshalb sollten sie leer sein? Würdest du sie gehen lassen? Nein, ich würde sie umbringen. Und ich nur, aber du bist Priester. Und er sagte, nein, diese Leute verletzen Kinder. Ende. Wir haben Rodrigo Duterte, den Präsidenten der Philippinen. Und er stand auf, denn der Papst kritisierte ihn wegen seiner Vorgehensweise, Drogenhändler zu töten. Er hatte gerade Exekutionskommandos eingeführt und der Papst hatte ihn als Tier bezeichnet. Und er drehte sich um und nannte den Papst einen Hurensohn und sagte, wie kannst du es wagen, mit dem Finger auf mich zu zeigen? Du hast die Priester in mein Land gebracht, welches in der ganzen Welt für seine freundlichen Menschen bekannt ist. Wir füllen alle eure Krankenhäuser mit Personal, weil wir wohltätige Menschen sind. Eure Priester kamen und haben unsere Kinder vergewaltigt. Und eines der Kinder, das vergewaltigt wurde, war ich. Also zeig nie mit dem Finger auf mich. Und er sagte: Wenn du Kinder in meinem Land verletzt, stirbst du. Und ich dachte: Egal wie man dazu stehen mag, ob diese Strafe erlaubt sein sollte oder nicht, du mutiger, guter Mann. Ja. Nochmals: Ich bin nicht dafür, Menschen zu ermorden. Ich bin weit davon entfernt. Und was wir auch brauchen, sind Geheimdienste. Wir müssen sie ausmelken über das, was sie wissen. Aber wir haben es mit sehr, sehr abartigen Verbrechern zu tun. Weißt du, das Mindset eines Pädophilen ist, viele von ihnen, wenn man ein Profil von ihnen erstellt, viele von ihnen haben Vorstrafen wegen sexuellen Missbrauchs. Sie haben Vorstrafen wegen sehr komplexer, unehrlicher Verbrechen. Betrug zum Beispiel. Wenn Leute behaupten, es gäbe ein Muster für Missbrauch, oftmals ist da keines. Ja, ich wollte dich schon fragen, welche Art von Tätern es gibt. Weißt du, das ist so mannigfaltig. Ich meine, ich hatte schon Glück damals in den frühen 2000er Jahren, dass ich mit einem Profiler gearbeitet habe. Er wurde von der britischen Regierung beauftragt und kam aus dem Süden Irlands. Er bearbeitete schwere Sexualverbrechen und Mord an Kindern. Er war brillant, hatte ein großes Wissen und führte auch Trainingskurse über Sexualstraftäter, wie sie funktionieren und die verschiedenen Kategorien von Sexualstraftätern. Und eines der seltsamen Dinge, die er sagte, war, Exhibitionisten, Flashers, wie wir sagen, gehören zu den gefährlichsten Tätern. Ich fragte, wie kann das sein? Er sagte, weil sie opportunistisch sind. Sie gehen von lediglich sich zu entblößen, bis zur Gewaltigung so schnell, weil sich die Gelegenheit bieten wird. Sie ergreifen dann die Gelegenheit und greifen an. Wohingegen es andere gibt, die jahrelang immer wieder daran denken und mit diesem Gedanken herumgehen und niemals ihren Drang erfüllt bekommen. Also, was sich dem entgegenstellt, ist die Gelegenheit. Es ist immer die Gelegenheit. Wir bekamen viele Leute, die Vorstrafen oder laufende Untersuchungen wegen des Anschauens von Kinderpornos hatten. Nun, die Pornos wurden von einem Experten begutachtet. Wir haben sie dann klassifiziert von 1 bis 5, wobei 5 die höchste Stufe war. Und es wurde unabhängig klassifiziert. Und von dort aus haben wir es an die Strafverfolger weitergeleitet, die dann entschieden, ob man die Person anklagen wird. Einmal wurde der Computer eines Schullehrers konfisziert und der Profiler fragte mich, darf er noch arbeiten? Und ich sagte, er sollte im Grunde vom Dienst suspendiert werden. Und er fragte mich, weshalb? Was ist der Grund, weshalb er suspendiert werden sollte? Denn es ist nichts bewiesen. Nach britischem Recht ist er unschuldig. Und solange er nicht nachweislich kriminell ist oder angeklagt ist, also worauf stützt du dich? Und ich meinte, du hast doch eine Fürsorgepflicht. Und dann sagte er, aber wenn eine Anschuldigung gemacht wurde, könnte diese ja auch falsch sein. Du kannst nicht und ich nur. Wow. Dann wiederum sagte er, ich erzähle dir, womit ich es mal zu tun hatte. Ziemlich ähnlich wie das jetzt mit dem Schullehrer und der Kinderpornografie. Dieser jemand hat Sportunterricht für Kinder erteilt und alle Kinder liebten ihn. Und jemand beschuldigte ihn, Pornos auf seinem Computer zu haben. Und die Frage stellte sich, ob er vom Unterricht suspendiert werden solle. Und die Entscheidung war nein. Wohingegen ich gesagt habe, ja, sollte er. Und dann fuhr er fort und sagte, als man sein Haus gestürmt hatte und seine Aufzeichnungen untersuchte, man hatte seinen Computer und seine Akten mitgenommen, stellte sich heraus, dass er bereits plante, eines der Kinder, welches er in Cricket unterrichtete, zu entführen. Denn er wusste, wo es wohnte und welchen Weg es nach Hause nahm. Also das Kind zu entführen und zusammen mit drei anderen Männern, mit denen er zu tun hatte, zu vergewaltigen und anschließend zu zerstücken. Es war alles geplant und es waren nur wenige Wochen bis zum geplanten Tatzeitpunkt. Oh mein Gott. Er sagte, das war das Mindset. Also war die Kinderpornografie ein Anzeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. Aber das Innere dieses Mannes war unglaublich finster. Also, solchen Dingen begegnet man sehr, sehr abartig. Und bei der Befragung sind viele dieser Leute narzisstisch. Sie wollen die Befragung kontrollieren und sind sehr schlau bei dem, was sie tun. Andere wiederum sind sehr dumm, einfach nur pervers und dumm. Ich meine, Karin kann da einige brillante Beispiele des Mindsets von Pädophilen geben. Ja, darüber hat sie aufgesprochen. Aber nochmals, wir müssen uns das Mindset von Pädophilen anschauen, weil wir verstehen müssen, wie sie funktionieren und wie wir die anderen erwischen. Und wenn wir uns Pädophile anschauen, wie zum Beispiel Marc Dutroux in Belgien, was ich beispielsweise getan habe, es ist das Naheste, was wir jemals hatten an dem, was an einen gewaltigen Pädophilenring herankommt in welchen die Königsfamilie, Unternehmen und alles Mögliche involviert waren und welcher tatsächlich aufgeflogen ist. Denn die belgische Regierung hat alles getan, um es zu vertuschen. Nur die Feuerwehrleute waren es, welche die Fenster aus diesem Konstruktgebäude haben fliegen lassen und weswegen Millionen von Menschen auf die Straße gegangen sind. Aber Dutroux, was wusste er? Mit wem war er involviert? Als sein Profil erstellt wurde, zeigte sich, er war ein Perverser und ein Vergewaltiger, aber kein Kindermörder. Er wusste offensichtlich was. Er wusste was. Und auch viel mehr. Es wurden viele umgebracht damals, oder? 90. 90. 90? 9.0 zivile Zeugen starben im Vorfeld der Verhandlungen. Und man hat nur die Fälle jener Kinder verfolgt, welche die der Vergewaltigung beschuldigt haben. Nicht die von anderen Vergewaltigern. Es hat also nur ihn erwischt. Aber gerade sehen wir das auch in Großbritannien. Wir sehen, dass Prince Andrew beschuldigt wird, Sex mit Minderjährigen gehabt zu haben. Also der Thronfolger mit dem Epstein-Fall. Und wieder, wenn man sich Epstein ansieht, sieht man dasselbe Muster. Wann immer Leute Aussagen wollen, haben sie einen Unfall, sie sterben. Also was geht da vor? Ja, das ist wahnsinnig. Aber was ich auch seltsam finde, ist die Rolle dieser Kinderpflegeeinrichtungen. Was ist dort los? Wie können die das vertuschen? Und warum tun sie das eigentlich? Aber schau mal, was heute vor sich geht. Vor Jahren konnten es sich die Leute leisten, dass die Frau zu Hause bleibt, um sich um die Kinder zu kümmern und der Mann ging arbeiten. Wir haben einen Zusammenbruch der Ehe. Weißt du, die westliche Gesellschaft und Großbritannien. Ehe funktioniert bei vielen, die Kinder haben nicht mehr. Alleinerziehung ist besonders häufig in armen Gegenden. Es ist besonders trendy in bestimmten Gebieten. Wir haben das, was man eine Babymutter, Babyvaterkultur nennt. Und Alleinerziehung schwächt eine Familie. Ich möchte nun nicht Alleinerziehende angreifen, denn ich war einer. Aber zu Alleinerziehenden sage ich Macht das nicht. Bleibt mit eurem Kind nicht allein, wenn möglich. Ein Kind braucht eine Mutter und einen Vater. Und nochmals, ich weiß, dass sich Leute darüber aufregen werden. Homosexuelle Paare haben Kinder. Die werden sich jetzt alle aufregen. Ich sage nichts dagegen. Aber es stimmt ja dennoch. Ja, es braucht zwei Eltern. Und wenn du nur ein Elternteil bist, dann bist du geschwächt. Du bist finanziell geschwächt. Du bist emotional geschwächt. Und wenn du krank wirst, was passiert mit deinen Kindern, wenn du kein unterstützendes Netzwerk hast? Deine Kinder kommen zur Pflege. Und wer kommt dann in dein Leben? Pädophile stellen Frauen mit Kindern nach. Das tun sie. Und es kann Jahre dauern, ehe sie irgendetwas machen. Es kann eine Inkubationszeit geben. Ein Pädophiler mag auf Sechsjährige stehen, trifft aber eine Frau mit einem Dreijährigen. Dann dauert es drei Jahre und boom. Und dann sind sie drin. Wir erleben das. Und dann kommen die Kinder ins Pflegesystem. Und was wir in Großbritannien sehen, ist absolut organisierter, systematischer Missbrauch. Und es geht noch weiter. Ich muss auch über die religiösen Institutionen reden. Ja, bitte. Den Rückhalt, den ich hatte. Und wenn wir uns die Religionsgemeinschaften anschauen, wie Südirland und Teile von Schottland, wo Religion immer noch die Hauptstütze der Gesellschaft ist, ja. wir haben etwas, das sich Sektiratum nennt. Die Katholiken und Protestanten gespalten. In Schottland ist es heftig. Und Kinderheime werden entweder protestantisch oder katholisch geführt. Und in Nordirland in Belfast sind zwei davon bekannt geworden. Eines war King Cora und das andere Kirk Cobin, meine ich. Eines wurde von der protestantischen und eines von der katholischen Kirche geführt. Und die Kinder wurden als Prostituierte missbraucht und vergewaltigt. Und dann haben paramilitärische Gruppen gefilmt, wie die Kinder missbraucht wurden, um die Abgeordneten damit zu trizen. Ich habe mit zwei Brüdern gesprochen, Zwillinge. Diese hatte man in eines der Pflegeheime gesteckt, ein katholisches. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Orden genau. denn das die beiden Zwillingsbrüder, die du interviewt hast? Man hat sie dazu gebracht, sich gegenseitig zu vergewaltigen, vor den Augen der Priester. Und die Priester haben währenddessen masturbiert. Sie erzählten mir, dass die Paramilitärs, die IRA, ebenfalls sehr viel Geld mit den Jungen gemacht haben. Und wenn die Kinder etwas gesagt hatten, hat man ihnen in die Kniescheiben geschossen. So ging es weiter mit dem anderen Heim, wo auch die britische Regierung involviert war. Ich habe den Namen vorher gesagt, ich kann mich gerade nicht erinnern. In Belfast. Aber genau das Gleiche. Sie haben das absichtlich getan. Aber es sind doch so viele Leute involviert. Wie es ist organisiert. Es geht nur ums Geld. Es geht nur um Geld. Um Geld und Macht. Und bei dem Fall, den ich untersuchte, waren auch Banden beteiligt. Und sie haben die Kinder angeworben. Denn die Kinder gingen zu ihnen, weil sie dann aus der Gemeinde genommen wurden. Und dann sind sie dorthin gezogen. Und es waren viele. Und die Sozialarbeiter wussten auch davon und haben einfach weggeschaut. Die Sozialarbeiter wussten es und haben weggeschaut. Und nicht nur das. Wenn du dir diese Heime anschaust, waren auch Krankenhäuser integriert. Es gab Küchenpersonal, Reinigungspersonal. Nun zu den Krankenhäusern. Wie viele Schwestern und Ärzte haben wohl schon beschädigte ANI behandelt, gerissene Vaginas, Syphilis, Gonorrhoe, Hepatitis, Geschlechtskrankheiten in solch einem Ausmaß? Sie müssten ständig damit zu tun haben. Wo sind diese Krankenschwestern? Wo sind diese Ärzte? Bei einer Untersuchung, an der ich beteiligt war, bekam ich die medizinischen Unterlagen des Mädchens. Und es war einfach abscheulich, weißt du, was sie alles hatte. Und ich wollte die Ärztin sprechen. Das Mädchen war inzwischen eine erwachsene Frau, 30 Jahre später. Die Ärztin wollte mich nicht sehen. Also ging ich zu ihrem Haus, um sie dort zu befragen. Und ich fragte: Wie erklären Sie das? Ja, was hat sie gesagt? Sie fing an zu weinen. Sie sagte, ich habe Angst auszusagen, denn ich könnte beseitigt werden. Und ich fragte, wenn Ihnen jetzt so ein Kind gezeigt werden würde, was würden Sie tun? Und sie sagte, ich würde die Polizei rufen. Und ich entgegnete, warum haben Sie es damals nicht getan? Ja, warum? Und ich fragte sie, was ist dem Kind widerfahren? Und sie sagte, ganz klar sexueller Missbrauch. Und es wurde nur eine Infektion festgestellt. Und auch aus der Angst, Ihren Job zu verlieren und Ihre Position. Aus Angst, aus jedem erdenklichen Grund. Nun, auszupacken ist Macht. Was Opfer wollen, ist eine Stimme. Sie möchten angehört werden, sie möchten darüber aussagen und sie müssen Gerechtigkeit sehen. Aber die britische Regierung hat ein System, wo man sich nur einen Sündenbock herauspickt. Sie bringen einen Pädophilen vor Gericht, einen aus der Arbeiterklasse und machen eine große Sache daraus. Aber sobald Politiker involviert sind, sobald gesellschaftlich hochrangige Leute involviert sind, ich weiß und nochmal, ich kann nicht darüber reden. Ich weiß um einen Fußballer, er ist ständig im Fernsehen, überall. Ich weiß, was er getan hat. Ich weiß genau, was er getan hat. Es ist nicht bewiesen und vielleicht nicht, aber wenn man um diese Dinge weiß, mein Gott, genug ist genug. Aber wer auch immer aussagt, sie diskreditieren ihn sofort. Im professionellen Fußball haben wir Trainer gesehen, die es gezielt auf Kinder abgesehen haben. Diese kommen aus schlechten Verhältnissen. Sie möchten Fußballer sein und stecken all ihre Energie in Fußball. Und dann kommen diese Talentsucher daher und wissen, dass diese Kinder keinen Vater zu Hause haben, weil sie wissen, woher sie stammen. Also vergewaltigen sie sie. Wir haben es bei Sporttrainern gesehen und weißt du, die Musikindustrie ist längst überfällig. Und die Leute verkaufen ihre Seele für Promisatanismus. In Hollywood gab es einige, die vorgetreten sind. Schau dir Michael Jackson an. Da gab es jemanden, der auspacken wollte und sagte, er hätte Angst, Namen zu nennen, neben 100 anderen. Mhm. Harvey Weinstein, schau dir an, was er getan hat. Ja, es wird immer mehr. Wir sollten uns wieder vereinigen. Das Fernsehen sollte unaufhörlich darüber berichten. Unaufhörlich. Sie sollten das einhämmern. Es sollte in den Nachrichten und überall sein. Und tatsächlich ist es nirgends. Fühlst du, dass es in Zukunft anders sein wird? Wenn wir der Gesellschaft erlauben, so zu bleiben, wie sie ist, nein, es wird nur schlimmer. Weißt du, die Desensitivierung der Kinder, die Pornografie auf Telefonen. Junge Kids schauen sich Pornofilme an, machen ihre eigenen Pornofilme. Ich meine, was ist mit unserer Gesellschaft passiert? Und niemanden interessiert es. Das kommt noch dazu. Ja, das ist das Seltsame, ja. Niemand kümmert sich. Es interessiert sie einen Dreck. Niemand schert sich darum. Sie sind nur daran interessiert, was sie haben. Ihre Kleider und was sonst noch. Es kümmert sie einfach nicht. Ja, ich kann mir das einfach nicht erklären. Es ist schwierig für mich zu begreifen. Aber wir machen einfach weiter. Und wie machst du weiter? Wie machst du das? Was inspiriert dich? Ich bekomme direktes Feedback für das, was ich tue. Ich höre von Menschen, mach weiter, mach weiter. Ich werde angegriffen, das wirft einen zurück. Aber die Menschen, mit denen ich arbeite, sind Opfer und wir arbeiten zusammen. Und wir gehen voran als eine Gemeinschaft. Wir bringen die Botschaft raus und ganz langsam schaffen wir es. Also ich weiß, dass wir an Boden gewinnen. Stück für Stück gewinnen wir Boden. Und die Freunde, die ich gewonnen habe, die Opfer davon geworden sind und ihr Mitgefühl und ihre Liebe. Und zu wissen, indem wir das tun, können wir verhindern, dass es einem weiteren Kind passiert. Wir werden es nie ganz stoppen. Es wird immer weitergehen. Das ist eine traurige Tatsache. Aber wir können ihnen ein Dorn im Fleisch sein. Wir können ihnen ein Stein im Schuh sein. Sand im Getriebe sein. Wir können eine gewisse Menge davon verhindern. Und wir können es aufdecken. Und darum geht es. Es aufzudecken, ja. aufzuzeigen, was vor sich geht. Und nicht nur das. Mhm. Du bekommst eine Berufung. Etwas, das dir keine Ruhe lässt, bis du es vollendet hast. Und das habe ich bekommen. Es lässt mir keine Ruhe, bis ich es vollendet habe. Aber man braucht immer wieder mal eine Auszeit, sonst wird es zu viel. Und es fordert seinen Tribut, wirklich. Mhm. Das ist wahr. Es ist sehr ermüdend. Das ist verständlich. Was war bislang deine erhebendste Erfahrung auf deiner Mission? Weißt du, es gab eine Frau, die vortrat. Sie ging zu einer Beratung und sie sagte: Wenn John Wedger nicht gewesen wäre, dann hätte ich mich umgebracht. Und das macht, ich wusste einfach nicht um den Einfluss, den du hattest. Den Einfluss, den ich hatte. Und wenn man die Kommentare sieht, wo es heißt, ich bin vorgetreten wegen dir. Mhm. Weißt du, wegen dir bin ich zur Polizei gegangen und habe es gemacht. Und es gibt viele davon. Mhm. Und das ist es, wenn du hörst, dass du einen direkten Einfluss auf das Leben von jemandem hast. Die Menschen kommen mir auf der Straße entgegen. Sie kommen zu mir und nehmen mich in den Arm. Und ich sage einfach, gib einfach nicht auf. Bitte gib nicht auf. Und das ist es. Um Geld geht es nicht. Ich habe so viel Geld deswegen verloren. Ich habe nahezu jeden Penny verloren, den ich hatte. So etwas macht man nicht für Geld. Nein, das denke ich auch nicht. Die Freundschaften, die ich geschlossen habe, fantastische Freundschaften. Und ich habe einige wirklich gute Menschen kennengelernt, wunderbare Menschen. Und auch der Mut, es ist wirklich inspirierend, was manche von ihnen durchgemacht haben. Und sie stehen immer noch am Morgen auf. Sie machen immer noch weiter und kümmern sich um sich selbst. Und ich denke, mein Gott, mein Gott, ich hätte nicht die Kraft, das zu tun. Das hat mein Verständnis für Menschlichkeit hochgebracht, was menschliche Bemühungen ausrichten können. Und schau mich an, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus, nicht die religiösen Aspekte, ich glaube an Jesus. Er gestattet nicht, dass Kinder verletzt werden und er unterstützt jeden, der den Kindern hilft. Und ich bin gewillt, für ihn zu arbeiten und das tue ich. Aber wir haben einen Feind gegen uns, einen sehr gehässigen, sehr gemeinen, sehr boshaften Feind. Und um eine seltsame Sache zu erwähnen, Ali, als ich anfing, besonders als ich angefangen hatte, mich mit satanischem Missbrauch zu beschäftigen, also wo ich den Teufel vor mir hatte, ich dachte, der Teufel sei wie ein großer weißer Hai oder ein Grizzly Bear oder etwas in der Art. Ist er nicht. Das Böse ist wie ein kleiner Moskito, wie eine Schlange. Es ist wie eine Wespe. Es ist scheußlich, es ist nervig, aufdringlich, boshaft, gehässig, wie ein brechreizerregendes Bakterium. Es ist nichts Ehrenhaftes daran. Und sie kommen von überall aus dem Gebälk. Sie kommen aus den nationalen Medien. Wir wurden einmal von einem Magazin angegriffen, Private Eye, und dieser Frau namens Rosie Waterhouse. Sobald irgendjemand zu satanischem Missbrauch aussagen will, kommt sie und greift ihn an. Ein verachtenswertes Individuum. Boshaft, eklig, grauenvoll. Und sie unternehmen große Anstrengungen, dich zum Schweigen zu bringen, denn sie wollen nicht, dass das herauskommt. Auf gar keinen Fall. Sie tun alles. Sie tun alles, um dich zum Schweigen zu kriegen, alles, damit du die Klappe hältst. Und das britische Establishment ebenfalls. Und sie tun es. Ja, es geht darum zu wissen, dass man das Richtige tut. Ich weiß im Herzen, dass ich das Richtige tue. Du fühlst es. Ja, man muss es mir nicht erst sagen. Das ist wahr. Welche Art von Menschen unterstützen dich bei dem, was du tust? Es ist unglaublich. Es gibt dort keine Grenzen, keine Schranken, keine sozialen Schichten. Es kommt von überall. Und der größte Durchbruch ist, dass ehemalige organisierte Serienverbrecher komplett hinter mir stehen. Ja, das ist wirklich ungewöhnlich. Verurteilte Mörder, verstehst du? Gewalttätige, gefährliche Männer, komplett hinter mir. Und ich stehe hinter ihnen, denn sie gehen gleichermaßen wie ich raus und tun dasselbe. Einer von ihnen wurde als einer der notorischsten Kriminellen in der britischen Geschichte bekannt. Mhm. Er und ich arbeiten sehr eng zusammen. Er heißt Chris und war Teil der Cratezwininger, falls du mal von der Kray twin Gang gehört hast. Das waren notorische Gangster in Großbritannien in den 60ern. Und er ging für einen Mord mit ihnen ins Gefängnis, einen Mord, den er nicht beging. Er war unschuldig. Allerdings bekam er eine große lebenslange Haftstrafe. Und er und ich arbeiten sehr eng zusammen. Es gibt also überhaupt keine Grenzen. Und es gibt auch keine religiösen Grenzen. Es gibt ja jemanden in hoher Position beim Gesundheitsservice in Großbritannien. Ein Psychiater und Moslem. Und nochmal, wir sprachen darüber, was ich für Jesus tue. Er tut dasselbe von seinem Standpunkt aus. Also auch Religion hat keinen Einfluss darauf. Es ist ein Kampf gegen das Böse. Und ein Kampf, das Richtige zu tun und die Kinder zu beschützen. Derzeit gibt es eine politische Schwachstelle. Und man schiebt Kinderprostitution ausschließlich muslimischen Grooming-Gangs zu. Und dagegen spreche ich mich aus. Denn natürlich gibt es muslimische Grooming-Gangs. Ja, natürlich. Aber natürlich gibt es auch jüdische Grooming-Gangs. Katholische Grooming-Gangs. Aber es ist eine politische Agenda. Ich habe einmal mit einem Mann geredet, der mit den fünf Säulen des Islam zu tun hatte. Ein starker Mann, ein Imam, und er sagte, du wirst niemanden finden, der unsere Religion ehrt, der möchte, dass diese Kinder verletzt werden. Das ist also Unsinn, und ich stehe dazu. Das ist eine politische Ausweichspur, und man versucht mich mit dieser Gruppierung politisch in Verbindung zu bringen. Ich werde kein Mitläufer irgendeiner politischen Richtung. Aber auch bei den Politikern. Dort gibt es ebenso solche, die gegen mich sind und vertuschen. Aber auch gute Politiker. Okay. Solche, die wir Kabinettsminister nennen. Mhm. Einer ganz besonders. Ein sehr prominenter, großartiger Politiker, der mutig zu mir steht. Ja, das ist mutig. Er hat sogar öffentlich erklärt, dass er um meine Sicherheit fürchtet, wenn ich weitermache. Und er hat einen seiner Jobs verloren, weil er zu mir gestanden hat. Es gibt also Politiker, die das nicht wollen und die angewidert davon sind. Schön, das zu hören. Aber was können Sie tun? Ein Politiker sagte mir, das Ganze läge weit über seiner Gehaltsklasse. Weit darüber. Es reicht viel höher als die Politik, John. Und dem stehen wir gegenüber. Es kam mal jemand vom Militärgeheimdienst zu mir und sie sagte mir, dass es da noch eine Schicht darüber gäbe. Das ist dieses, was über allem steht. Und sie sagte, nicht mal ich kann dazu etwas sagen. Sei vorsichtig. Leg dich nicht mit der Politik an. Denn das wäre der Untergang. Denn man kommt dort nicht mehr heraus. Wenn man einmal die politische oder finanzielle Stabilität durcheinander bringt, landet man in einer Welt voller Probleme. Aber ja, das war ein riesengroßer Augenöffner. Es geht von arm bis reich. Die Leute sind einerseits angewidert. Und dann wieder, wenn wir unseren Feind betrachten, die Pädophilen, sie kommen aus einer ähnlich großdemografischen Gesellschaft. Wir können nicht mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, nur weil sie aus dieser Gegend oder jener Religion kommen, sind sie pädophil. Auf gar keinen Fall. Es ist sehr vielschichtig. Mhm. Und wie können wir dich unterstützen? Nun, wir bringen die Botschaft raus. Das ist es, was wir tun. Denn was wir haben, ist unsere Stimme. Das ist eines der größten Dinge, die wir haben. Und wir haben die Wahrheit. Und wir sprechen sie aus. Und wir weichen nicht zurück. Weißt du, gebrauche deine Intelligenz bei allem, was du tust. Mach dir keine Probleme. Und wenn die Behörden mit dir reden wollen. Rede mit ihnen. Man muss schon mit dem System arbeiten, denn wenn man gegen es arbeitet, wird es einen zerquetschen. Aber sprecht es aus, ihr sagt die Wahrheit und verbreitet die Geschichte immer weiter. Und weißt du, macht einen Appell an die Leute, vorzutreten. In Europa gibt es Polizisten, die von Vertuschung wissen. Wir haben das in Belgien bei Marc Dutroux gesehen. Und auch die Niederlande waren für sich schon ein großer Angelpunkt, ein gewaltiger Umschlagplatz. Es wird Polizisten in den Niederlanden geben, die genau über die Vertuschungen Bescheid wissen. Es wird Polizisten in Österreich geben, in der Schweiz, Frankreich, Liechtenstein, Polen, wo auch immer. Wisst ihr, tretet hervor und sagt aus und sagt Schluss damit. Denn wenn ihr nicht aussagt, werden Kinder verletzt und weiter verletzt. Und ehrlich, warum sollte man loyal zu einem Pädophilen sein? Warum? Warum würde jemand so etwas tun? Ich möchte keinem Pädophilen dienen und ich tue es auch nicht. Das wollen wir nicht. Ich zögere meine Steuern zu zahlen, weil ich weiß, dass es zu denen geht. Aber was soll man machen? Nun, bei mir gibt es nichts zu holen. Und ich werde sie bloßstellen, wenn ich kann. Und ich werde. Und ich würde sagen, dass Liebende dasselbe tun würden. Habt keine Angst. Die Einzigen, die Angst haben, sind die Kinder. Und die Angst ist auch bei denen, die das tun. Denn die haben Angst. Und sie haben Angst. Es ist recht lustig, denn es hieß in den 80ern, dass der Satanismus aufgedeckt werden würde. Und es gab einige Politiker, die wirklich danach gedrängt hatten, dass das aufgedeckt wird. Es gab Dokumentarfilme darüber. Und dann haben die Medien versucht, das Ganze herunterzuspielen und abzuwürgen, indem sie sagten, das sei Satanic Panic, Satanistenpanik, dass es ein Mythos sei und dass es nicht existierte. Und das, obwohl es überwältigende Beweise gab. Und witzigerweise sagte Wilfried, ja, natürlich ist es Satanic Panik, weil sie es sind, die Angst haben. Die Satanisten haben Panik. Ja, korrekt. Sie haben auch allen Grund dazu. Weil sie jetzt auffliegen. Und weißt du was? Schande über jene, die hohen hinter dem Namen von Gott und Jesus. Schande über diese Priester, die Nonnen, die Rabbis, die Imame, die Menschen im Namen Gottes missbraucht haben und sich dahinter versteckt haben. Mhm. Und Schande über die Polizeibeamten, die darin versagt haben, vorzutreten und auszupacken. Die darin versagt haben, uns zu beschützen. Sie haben eine Pflicht. In England haben sie die Pflicht, ohne Furcht und ohne Vorurteil zu handeln. Ihre Loyalität gilt den Verletzlichen der Gesellschaft. Und indem du den Mund hältst, handelst du gegen deinen Eid. Gegen das, was du glaubst. Du gehst gegen dich selbst. Warum solltest du dich hinstellen und die Klappe halten für diese Leute? Warum? In Gottes Namen, warum? Und ich sage zu denen, hört auf, Feiglinge zu sein und tretet hervor, und ich nenne sie Feiglinge. Sie sind Feiglinge. Sie sind es, wenn sie es absichtlich getan haben. Und auch Leute beim Militär, die wissen, was passiert ist und nichts getan haben. Die Zeiten haben sich jetzt geändert. Macht es richtig. Packt aus. Macht eure Aussagen und tut das Richtige. Und nochmals, seid vorsichtig beim Nennen von Namen. Sie müssen ja keine Namen nennen, aber trotzdem auspacken. Man muss nicht. Man kann vor Gericht Namen nennen an einem neutralen Ort. Ich werde es tun und ich tue es vor Gericht. Und ich habe bereits Namen genannt. Politiker kennen die Namen, denn ich durfte in einer privilegierten Umgebung sprechen. Mein Anwalt kennt die Namen und ohne Zweifel kennen die Geheimdienste die Namen. Und ich habe mit einigen Leuten geredet und die wissen es. Sie haben meine Aussagen. Also wenn mir irgendetwas zustoßen sollte, geht es nach draußen. Ich habe mich also darauf vorbereitet für den Fall, dass etwas schief laufen sollte. Und ganz besonders eine Person wird rausgehen, und dann gehen die Namen überall hin. Also, so oder so. Es wird bekannt werden, aber ich werde nicht das Potenzial behindern, welches die Polizei hat, dieses aufzudecken, nur für einen Namen, den ohnehin viele nicht kennen, wenn man ehrlich ist. Keiner. Und ich habe hier und da mal ein paar Namen genannt und dann, naja. Okay. Mhm. Denn die meisten kennen nur die Leute wie Prince Andrew, die jeder kennt. Weißt du, es gibt eine Menge mächtiger Leute: Bosse von großen multinationalen Konzernen und dergleichen, von denen vermutlich noch niemand etwas gehört hat. Sehr, sehr mächtige Leute. Und ich möchte die Aufmerksamkeit der Menschen auf etwas bringen, was sich die RAINS-List nennt. Das ist eine Abkürzung, R-A-I-N-S-Liste. Wenn du eingibst RAINS-List, Satanic List, taucht es auf. Es ist im Internet. Und diese Liste kam, glaube ich, vor 15 Jahren heraus, vielleicht auch etwas früher. Sie stammt von einer Frau namens Joan Coleman, welche eine führende Traumatherapeutin war und die begonnen hatte, Opfer von satanischem Missbrauch zu beleuchten. Und wie weit verbreitet dies war. Und sie hat Aussagen von einem führenden psychiatrischen Krankenhaus in London aufgenommen. Aussagen von unzähligen Leuten. Und sie hat jeweils nur den Namen auf eine Liste geschrieben, denn es ist eine Liste von Orten und Namen. Es ist eine hervorragend strukturierte Liste, professionell strukturiert, nicht nur hingekritzelte Namen. Und sie hat diese Namen nur dann auf die Liste gesetzt, wenn sie von mindestens drei unabhängigen, übereinstimmenden Aussagen kamen. Ja, sehr gut. Und dort gibt es den Namen eines Polizeibeamten, welcher in Verbindung mit der Einheit stand, in welcher ich war. Ein ein weiterer Polizeibeamter wird dort mit einer Einheit in Verbindung gebracht, die ebenfalls Missbrauch vertuscht hat. Politiker, Ted Heaths Name ist auf der Liste, wie auch Geistliche, alle möglichen Arten von Geschäftsleuten und Schauspielern und Örtlichkeiten. Ich habe gesehen, dass sie einige Recherchen im Internet gemacht hat mit frei verfügbaren Informationen und es ist erstaunlich, wie viele Namen übereinstimmen. Eine Menge Leute, die in der Folge wegen Kindesmissbrauch verurteilt wurden. Also eine sehr verlässliche Quelle. Man hat alles getan, um sie zu diskreditieren, aber es fällt ihnen schwer. Ja, es ist interessant. Ich habe sie gesehen. Ja, deswegen sage ich, schaut euch diese Liste an, denn man muss ein wenig recherchieren und es muss unter die Öffentlichkeit kommen. Gibt es irgendwelche zukünftigen Projekte, von denen wir wissen müssen? Um, ich werde ein Buch schreiben. Man hat mich ermutigt, ein Buch zu schreiben und alles festzuhalten. Im Moment mache ich dort aber nicht sehr viel, denn ich setze die Proteste vor dem Parlament fort. Am Wochenende gehe ich zu einer Opfer- und Überlebendengruppe nach Schottland, welche gerade prozessiert. Und ich gehe in viele dieser großen Kinderheime. Dort hat man Überlebendengruppen eingeführt, weil es so viele davon gibt. Und es geht darum, sie alle zusammenzubringen. Und wir wollen sie alle zusammenbringen, um an einem Tag gemeinsam zu protestieren und aufmerksam zu machen. Gerade bin ich in Verhandlung mit den Militärveteranen, um zu schauen, ob sie uns auch unterstützen. Die Biker kommen zusammen. Auf diese Weise können wir einen Protesttag veranstalten, um diese Sache zu unterstreichen. Wir wollen keinen Ärger veranstalten, aber aufmerksam machen. Unsere Angelegenheit ins Zentrum von London bringen und einfach verdeutlichen, den Menschen klar machen, wie gewaltig das ist. Dies ist die allergrößte Bedrohung für Kinder, die es je gab. Und das war schon immer so. Und wir müssen es einfach nur aufdecken. Ich weiß wirklich nicht. Es liegt in Gottes Händen. Ich weiß nicht, wo es mich hinführt. Wir werden sehen. Es gibt einen Nachrichtensender, der mich als Berater mit hereingenommen hat. Also werde ich auch ein bisschen mehr mit denen machen. Okay. Ich arbeite genauso wie damals bei der Polizei. Ich bringe die Leute aus jeder einzelnen Richtung zusammen. Und es ist unglaublich, wir sind ein singendes Konzert. Das stimmt, ja. Die Experten und die Opfer kommen alle zusammen. Es gibt viele, welche sich nur auf die Opfer konzentrieren. Aber so bin ich nicht. Alle sollen zusammenkommen. Also hoffentlich, vielleicht schaffen wir es nächstes Jahr etwas zu organisieren. Aber es ist schwierig, denn Opfer und Überlebende, und jetzt werden sich sicherlich viele aufregen, sie kämpfen untereinander. Das tun sie. Es ist traurig. Es gibt eine Menge psychischer Probleme und Selbstmord. Selbstmord ist ein entsetzliches Produkt davon. Ja. So viele Menschen haben sich umgebracht wegen Missbrauchs, und das ist traurig. Zu den Verzweifelten sage ich nur: Tritt hervor und sage aus. Du fühlst dich dann besser. Die Leute aufwecken. Du wirst dich besser fühlen. Die Schande liegt nicht bei dir. Die haben dir das angetan. Die sind die Bösen, ohne jede Scham. Du hast nichts falsch gemacht. Das ist wichtig. Gibt es noch etwas zu diesem Thema, was ich dich nicht gefragt habe und worüber du uns etwas erzählen möchtest? Nun, ich würde gerne sagen, schauen wir uns das Strafvollzugssystem an. 80 Prozent der britischen Strafgefangenen, aber ähnliches gilt auch für das europäische Festland, 80 Prozent kommen aus Verhältnissen mit Kindesmissbrauch. Mhm. Schauen wir uns den Prozentsatz der Leute an, die Drogen nehmen. Heroin, Straßendrogen. Wenn du an einem Laden vorbeigehst und dort ist jemand, der für seine Drogen bettelt, finde heraus, aus welchen Verhältnissen er kommt. Es wird wirklich deine Einstellung verändern. Schaut euch all die Sozialklagen an, die Gefängnisinsassen, die psychische Gesundheit, Alkoholismus. Das ist gewaltig und wir müssen alles in seiner Gesamtheit betrachten, wie sehr sich das ausgeweitet hat. Und deshalb möchte ich sagen, glaube nicht, dass es dich nicht betrifft, denn das tut es. Und viele Leute reden einfach nicht darüber weil es schwierig ist. Und es ist auch schwierig für Männer darüber zu reden. Denn es ist entmännlichend für einen Mann vergewaltigt zu werden. Er möchte sich nicht outen. In gewissen Männergesellschaften darf man nicht schwul sein. Also wollen sie nicht darüber reden, ein Opfer anderer Vergewaltigung zu sein. Und sie werden es nie tun. Sie schließen es weg wie einen Krebs. Mhm. Weißt du, ich kann nur über Großbritannien reden und den Mangel an Finanzierung und Unterstützung, welche in psychische Behandlungen fließen. Es ist entsetzlich. Sie kürzen die Mittel, wo immer sie können. Ich sage, die Leute müssen Halt finden. Ja. Sie müssen wieder Halt bekommen. Wir müssen beginnen, darüber zu reden. Es ist ein unbequemes Thema, ein wirklich unbequemes Thema. Aber es ist eines, welches unbedingt angeschaut werden muss und worüber recherchiert werden muss. Aber danke euch vielmals, dass ihr mir diese Plattform gebt. Das ist so wichtig. Danke dir für all die Informationen. Ich bin wirklich beeindruckt. Du bist ein sehr mutiger Mann. Und wiederum, ich habe getan, was richtig war. Ja, ich weiß. Und es hat mich dazu angetrieben, noch mehr zu tun. Und ich sitze da und überlege, was habe ich noch nicht getan? Es gibt noch mehr zu tun. Aber es laugt dich aus, denn es kann auch eine einsame Reise sein, denn die Leute verstehen es nicht. Ich versuche, es von meiner Familie fernzuhalten, und manchmal wollen meine Freunde nicht darüber reden, weil ich ständig über das Gleiche rede. Und ich möchte nicht, dass meine Kinder deswegen darunter leiden. Sie sind auch im Internet und es hat sie leider sehr aufgeregt, als sie realisiert hatten, was ich durchgemacht habe. Ich meine, ich habe mein Bestes getan, sie dort rauszuhalten. Aber es sind Plattformen wie diese und schaut euch meine Arbeit an und die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe und die Menschen, die ich interviewt habe. Und ich hoffe, dass ich weiter mit Karin arbeiten kann. Ja, sie ist großartig. Leute mit Durchblick wie Sie und solche Experten kommen zusammen. Aber unglücklicherweise ist es eine dunkle, dreckige Welt. Und manchmal fallen wir Scharlatanen zum Opfer, von denen wir denken, dass sie Gutes tun. Und in Wirklichkeit benutzen sie uns und tun nichts Gutes. Ich bin auch darauf hereingefallen und von Leuten für deren Agenda benutzt worden. Aber meine Erzählung bleibt die gleiche. Und ich werde weiter in die Richtung gehen, wo ich hin möchte. Wer weiß, du kannst dir nie sicher sein. Niemals hätte ich den Verlauf meines Lebens absehen können. Ja, das glaube ich. Aber nun sind wir fast am Ende des Interviews angelangt. Und am Ende haben wir immer Satzanfänge, die ich dich bitten würde, spontan zu beantworten. Magst du? Ja, klar. Okay. Whistleblower brauchen. Whistleblower brauchen Unterstützung. Whistleblower brauchen Schutz. Den brauchen sie unbedingt. Besonders Polizei-Whistleblower. Mhm. Denn Polizisten bekommen nicht diesen Schutz. Sie erhalten keinen zivilen oder juristischen Schutz. Denn es gibt zu viele Dinge, mit denen man sie daran hindern kann, auszupacken. Also ja, Schutz ist das große Wort hier. Und besonders für Polizeibeamte. Mhm. Kinder sind? Ich wollte gerade sagen, die Zukunft. Kinder sind die Essenz des Lebens. Wenn wir unsere Kinder verletzen, verletzen wir die Gesellschaft. Und Kinder, es sind unsere Kinder. Also, wenn du Kinder hast, setz dich nicht einfach hin und denk, dies sind meine Kinder, das war's. Und dann mach die Türe zu. Das sind deine Kinder. Diese Kinder dort draußen sind unsere Kinder und es ist unsere Pflicht ihnen zu helfen all diese leute die eine künstliche befruchtung durchmachen wie viele kinder sind in pflege und brauchen ein liebendes zuhause und wenn ich die leute frage warum adoptierst du kein kind es gibt so viele kinder die das bräuchten ach ich adoptiere doch kein kind und ich denke mein gott es sind unsere kinder ja die polizei sollte die polizei sollte die Polizei sollte der Öffentlichkeit dienen. Die Polizei sollte das Richtige tun. Die Polizei sollte mutig sein. Und die Polizei sollte nicht, niemals je davor zurückschrecken, das Richtige zu tun. Gegen Vertuschung auszusagen ist richtig. Also die Polizei sollte das Richtige tun. Und sie sollte verantwortlich gemacht werden für ihre Taten. Zu helfen bedeutet... Helfen bedeutet. Helfen mir oder helfen bedeutet? <laughs> helfen. Was ich gerne sagen möchte ist, wo wären wir, wenn uns niemand helfen würde. Helfen bedeutet alles. Mir wurde geholfen. Als ich aufwuchs und mein Vater starb, gab es jemand anderen, der mir half. Und er war gut zu mir und er zeigte mir den Weg. Ohne seine Hilfe wäre ich nicht der, der ich jetzt bin. Und ich kann mich gut erinnern mit meinen vier Kindern. Die älteren zwei sind nicht meine Leiblichen. Aber mit diesen zwei Kindern war ich drauf und dran, zur Pflege zu gehen, weil ihre Mutter Probleme hatte. Und ich erinnerte mich, wie ich ihn fragte, was soll ich mit diesen Kindern machen? Und er sagte, ich habe dir geholfen. Du warst nicht mein Kind. Warum hilfst du ihnen nicht? Helfen ist alles. Wo wären wir, wenn uns nicht gute Menschen helfen würden? Und es ist unsere Aufgabe, anderen zu helfen. Man sollte nicht von Helfen davonlaufen. Mut ist. Mut ist nicht das, was ich dachte, dass es sei. Ich denke, Mut ist das zu tun, was richtig ist. Und das tue ich. Mut ist kein großer, starker Mann im Faustkampf und all das. Das ist nicht Mut. Das ist Dummheit. Mut ist, das Richtige zu tun. Und ich habe einige der mutigsten Menschen getroffen. Und sie waren auch die unscheinbarsten Menschen. Ich muss zugeben, ich habe auch einige sehr mutige Menschen bei der Polizei getroffen. Von außen betrachtet war es nichts Besonderes. Nicht so offensichtlich. Ja, Mut ist nicht das, was man glaubt. Das Leben ist. Oh, das Leben ist ein Geschenk. Und ob wir wollen oder nicht, wir hängen mit drin. Und das Leben kann rau sein. Und es kann hart sein und es kann ein zäher, schwerer Kampf sein. Und für einige Menschen kann es eine schreckliche Bürde sein. Aber gib es nicht auf. Du hängst mit drin und gib nicht auf. Mein bester Freund hat aufgegeben und Selbstmord begangen. Aber das war unter tragischen Umständen. Und ich kann es irgendwie verstehen. Aber es hinterlässt so ein schreckliches Chaos. Und das letzte, was deine Familie braucht, ist deine Leiche und all die anderen Dinge aufzulesen. Gib das Leben nicht auf. Gib es nicht auf. Für mich ist das leicht zu sagen. Ich habe keine Schmerzen. Ich wurde nicht mental verletzt. Ich wurde nicht physisch verletzt. Weißt du, es muss wirklich schlimm sein. Aber es ist ein Geschenk. Gib einfach nicht auf. Gib nicht auf. Ich bin ich bin. Ich bin ein Idiot. Ich bin ein Narr. Ich bin ausgelaugt. Ich bin müde. Ich habe kein Geld. Ich bin arm. Ich, ich bin nur ein Mensch. Ich brauche Hilfe. Die Kinder brauchen Hilfe. Ich habe eine Aufgabe bekommen. Ich wollte diese Aufgabe nicht. Ich habe sie bekommen und ich hatte keine Wahl. Ich habe es nicht ausgeschlagen. Ich habe mich zu Hause um Kinder gekümmert. Ich wollte nicht mit Kindern arbeiten, wenn ich zur Arbeit gehe. Besonders nicht mit Kindern von anderen Leuten, die mit Kindern nicht umgehen können. Und ich sage das so. Wenn du deine Kinder verletzt, Schande über dich. Schande über dich. Ich bin ein Mensch, der nicht weggelaufen ist. Bin ich nicht. Und es war eine harte, harte Aufgabe. Das ist es. Alleinerziehung ist eine schwere Aufgabe. Sich so etwas verschreiben zu müssen, ist eine schwere Aufgabe. Das weiß jeder, der das kennt. Und ich bin jemand, der nicht weglief. Ich bin nicht zurückgewichen. Und ich glaube nicht, dass ich diesen Kampfgeist in mir hätte, aber irgendwo muss ich ihn gefunden haben. Ich weiß nicht wo. Ich bin kein sehr Typ. Ich bin kein Kämpfer oder etwas in der Art. Aber ich hatte es einfach in mir, nicht wegzulaufen. Ich laufe nicht weg. Ich, ich wünschte, ich könnte ich wünschte, ich könnte weglaufen. Kannst du nicht? Ich wünschte, ich könnte die Dinge verändern. Ich wünschte so vieles. Ich meine, ich wünschte, ich könnte die Leute aufwecken. Das ist eine Hauptsache. Ich werde mir kein Utopia wünschen, denn wir sind hier auf der Erde. Auf der Erde kann es höllisch sein. Das hier ist nicht der Himmel. Wir werden den Himmel noch schnell genug finden. Ich wünschte, die Leute würden aufwachen. Ich wünschte, ich könnte die Menschen aufwecken. Ich wünschte, die Menschen könnten verstehen, was vor sich geht. Und vielleicht tun sie dann etwas. Ich wünschte, die Menschen könnten die Katastrophe sehen, die direkt vor unseren Augen stattfindet. Das wünsche ich mir so sehr. Ja, ich auch. Ich würde niemals. Ich würde niemals. Das ist eine gemeine Fangfrage, denn wir sagen so oft, ich würde niemals. <laughs> ich würde. Ich würde niemals meine Kinder dazu ermutigen, das zu tun, was ich gemacht habe. Das weiß ich. Ich würde niemals die letzten Jahre bereuen. Niemals würde ich das bereuen. Ich würde es nie wieder tun, aber ich würde es nie bereuen. Für die Zukunft wünsche ich. Für die, Zukunft wünsche ich, für die Zukunft wünsche ich, dass man mir eine Plattform gibt. Und ich bin jetzt egoistisch. Ich wünsche, dass man mir eine Plattform gibt. Für die Zukunft wünsche ich, dass den Menschen ebenfalls eine Plattform gegeben wird. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass die Regierungen, und nochmal, ich begrenze es jetzt nicht nur auf die britische Regierung, ich wünsche, dass die Regierungen diese Leute weltweit zur Rechenschaft ziehen für den Schaden, den sie angerichtet haben. Und ich wünsche mir, dass sie Akten veröffentlichen, welche weggeschlossen wurden und welche die Mitglieder der Königsfamilie auffliegen lassen würden. Und ich weiß, dass Prinz Andrew einer von ihnen ist. Und auch über Politiker, hochrangige Leute. Ich wünsche mir, dass diese Geheiminformationen an die Öffentlichkeit verbreitet werden dürfen, wo sie hingehören. Und ich wünschte, wir würden realisieren, wie viele Konflikte auf der Welt letztlich das Ergebnis des Missbrauchs an Kindern sind und ich würde meinen, dass dort höllisch viel ist ebenso wie an vertuschung. ja, das ist es, was ich mir wünsche. liebe ist. liebe ist. oh, wir haben das nun wirklich verstanden. für mich ist es nur die liebe am leben und mit meinen kindern zu sein. es ist liebe ist stärke. das ist es. liebe ist mächtig. Wenn man erfahren hat, und ich rede jetzt nicht von Liebe innerhalb einer Beziehung, da habe ich Pech gehabt, aber wenn du wahre Liebe hast, wahre Liebe für die Menschheit und für das, was vor sich geht, dann ist es das Mächtigste, was es gibt. Das ist es. Es ist so mächtig. Und nochmal zu dem, was ich mir wünsche. Ich wünschte, die Leute würden verstehen, was Liebe ist. Die Macht der Liebe. Und es würde die Dinge verändern und den Hass noch am selben Tag in die Vergessenheit schleudern. Liebe ist eine unglaublich mächtige Kraft. Das ist wahr. Und nun, wenn du die Gelegenheit hättest, eine Botschaft an jeden Menschen auf dem Planeten zu richten, welche Botschaft wäre das? Nun meine Botschaft. Ich wende mich nachdrücklich an die Eltern. Verlasst eure Kinder nicht. Verletzt eure Kinder nicht. Realisiert, dass Kinder das Wertvollste sind, was ihr habt. Behandelt sie gut. Verletzt und missbraucht sie nicht. Und sie werden euch stolz machen. Und sie werden die Welt zu einem besseren Ort machen. Das ging an die Eltern. Für all jene, welche in der gleichen Lage sind wie ich einst. Und ich spreche hier die Polizeibeamten an, die ehemaligen wie auch die noch im Dienst befindlichen. Wenn ihr Informationen habt, welche zur Aufdeckung der Vertuschung von Kindesmissbrauch dienen, sagt aus. Wenn ihr Politiker kennt oder hochrangige Leute, die in Missbrauch und in die massiven Verbrechen gegen Kinder involviert sind, sagt aus. Habt keine Angst. Wenn du Angst hast, dann beißt du die Angst einfach und absorbierst sie und tust, was richtig ist. Das war's. Und zu den anderen sage ich, stellt euch hinter uns und stützt uns. Und zu den Missbrauchsopfern sage ich, haltet zusammen. Es gibt so viele. Bekämpft euch nicht. Bitte bekämpft euch nicht. Lasst uns alle zusammenkommen und uns diese Veränderung gemeinsam bewirken. Es gibt zu viele von uns, als dass die uns daran hindern könnten. Wisst ihr, wir können das Gesetz verändern und wir können das aufdecken und wir können die Gesellschaft so viel besser machen. Aber haltet zusammen und bekämpft euch nicht und lasst die auffliegen, die Falsches tun. Wow, danke vielmals, John. Starke Worte. Das ist sehr wichtige Information, die du mit uns geteilt hast. Ich hoffe, dieses Interview wird überall angeschaut, damit die Menschen wirklich informiert werden. Ich denke, dass Kinder die größten Geschenke sind, die wir haben. Und ich denke, dass es unsere Verantwortung ist, sie zu beschützen. Und ich denke, du machst einen hervorragenden Job. Danke dir vielmals. Danke dir. Ihr Zuschauer zu Hause, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe aus der Schweiz.